Juhu, und damit kennen wir was, wir haben ein Herz, kommt zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Bevor ich hier groß im Intro schon sterbe, erstmal Pause drücken. Ey, was sind denn das für Krabben einfach? Aber wie Krabben funktionieren, haben wir jetzt ja in dieser Welt ganz gut gelernt. Guys, es freut mich, dass ihr heute wieder am Start seid. Oh, er ist der Schlaue. Nein, was? Oh, come on. Ich hab ihn. Let's go. Und auch der Rode ist gone. Wir werden so safe sterben. War das schon die erste Phase? Oh no, was passiert denn jetzt? Die können sich stapeln? Oh boy, oh boy. Okay, aber die machen Stuff. Okay, die machen das. Warte, warte. Jetzt. Let's go. No. So muss das. Okay, wir haben alle drei. War das jetzt sozusagen die erste Phase? Ich hoffe doch. So, er ist easy. Er macht nämlich nur hoch, wenn wir auf ihn... Oh boy. Er ist auf jeden Fall schlauer geworden. Er braucht jetzt zwei Takes, oder? Ja, dachte ich mir. Shazam. Da ist auch er gone. Jetzt kommt der Blaue, genau. Haben wir. Oh, er braucht nur einen Hit. Okay. Let's go. Von was bin ich denn bitte jetzt gestorben? Hä? Okay. Auf ein neues. Fünfmal hat er jetzt gebraucht, bis er in die nächste Phase geht. Damn. Zack. Zack. Zack, let's go, so muss das. Das war's schon? Hey, ich habe die alle nur zweimal getroffen. Ihr seid ja solche Mülleimer. Let's go für die Leistung, Guys. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abonnement da. Und über ein Like würde ich mich sowieso immer freuen. Let's go. Finishen wir euch. Bam. Let's go. Wir fangen heute direkt mit einem Bosskampf an. Und es macht direkt Bock. Insane. Ich hab Bock. Starten wir direkt rein in die nächste Welt. Welt 3. Und zwar die Ruinen. Let's go. Wonky Water Raid 3.1 heißt das nächste Level. Und ich bin mega gehyped auf die nächste Welt. Natürlich, obviously. Und anhand dieses Banners, der hier so durchfadet, erinnert es mich sehr an so Tempelruinen. Irgendwo habe ich den Namen Ruin schon mal gelesen. Ich weiß noch nicht wo. Auf jeden Fall, oh damn, wir haben wieder die Anfangsanimation, die sehr, sehr schön hier aussieht. In 4K sowieso immer das Beste. Und an der Stelle wieder ein hässliches 4K-Meme eingeblendet. Man kennt ihn. Der unlustige Boss. Es sieht... Was seid ihr denn für Viecher? Alles klärchen. Wir smashen hier auf, wir machen... Das war Scam. Ach, boy, was ist das denn? Let's go. Tatsächlich das Level nochmal neu gestartet. Und schon wieder 5 Versuche gerade gebraucht. Weil einfach das... Was war... wer bist du denn? Geh doch weg. Weil das Timing... also wenn man nach... Wenn man auf dem Gegner landet und obviously die Sprungtaste drückt... Wow. Springt man obviously höher ab. So, das wissen wir alle. Aber das Timing auf dem Emulator ist halt anders. Broke? Okay. So. Das O ist ja mehr als geschenkt. Und wir kriegen endlich unsere Heilung wieder. Boy. Das ist schon knapp auch. Cool, jetzt kriegen wir ein Herz. Weißt du, nachdem wir ein Fass bekommen haben. Danke für gar nichts, Nintendo. Das Puzzleteil da unten. Ich hab's gesehen. Ich weiß es, Guys. Lasst mich. Das war so geplant. Oh boy, das bricht alles zusammen. Und Ketten. Kreis. Kreis. Nein, nein, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Die waren noch nicht verschwunden und ich war schon tot. Ich bin durch die durchgefallen. Was ein Scam. Ja, boy, was ist das denn? I mean, hä? Das ist so dummes Level-Design. Okay, wir sind zumindest schon mal ganz hinten angekommen. Hier kann ich einfach runterrollen. Let's go. Ey, wenn man mit Diddy hier hinten ist, ist das so geschenkt. Ja, also come on. Bisschen unfair. Wait a sec. Ich warte nochmal, bis das zugeht. Okay, straight up besser. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mit den Dingern umgehen soll. So, das sollten wir schaffen. K-O-N-G haben wir alles, jetzt bitte Ziel. Lol. Lol? Guys, da oben, da steht Donkey Kong und hält eine Wii-Remote. Hey, wie cool ist das denn?
Das war ja ein cooles Secret. Heavy nice. Dafür kann man doch mal ein Like da lassen. Habe ich heute noch nicht oft genug gesagt. Und da es in letzter Zeit sowieso schlecht läuft, immer gern gesehen. Das ist super lieb von euch. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Level. Button Bash nennt sich das nächste Gefilde. Und ich habe schon wunderbar Lust, diese neue Gegend zu erkunden. Button Bash, das klingt so nach Button Mash. Und das macht mir schon Angst in einem Donkey Kong Level. Aber I mean, wir lassen uns überraschen. Bam. Bam. Ja, ja, direkt sass sowas immer. Es ist for real Button Smashing. So, mit diesem Kollegen kommen wir ans K.O. Oh, der stirbt gar nicht direkt. Okay, gut zu wissen. Bam, okay. Was passiert? Was passiert? Ich habe Angst. Okay. Ey, die machen Damage, oder? Let's go. Ah, okay, get it. Get it, wir müssen. Wir haben es auf Indiana Jones mäßig angelehnt. Uns hier durchfeuern. Easy going. Es geht weiter. Ich liebe Donkey Kong Level. Wirklich, die sind designtechnisch und sonst so Stuff einfach so unfassbar innovativ. Das ist so insane. Woher soll ich wissen, dass der sich in diese Richtung dreht? Und woher soll ich wissen, dass es bis zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Checkpoint gab? Oh, komm du nur her. Ja, dich mag ich. Ich hasse mein Leben. Jetzt muss ich weit genug weglaufen, wieder hinlaufen, damit der Gegner respawnt. Nach 500 Mal jetzt hin und her springen, bis es dann mal endlich wieder geklappt hat, haben wir es jetzt. Man muss halt immer so ultra weit weglaufen, damit so ein dummer Gegner respawnt, für so ein bisschen Garbage machen. Hier, es ist unfassbar. Oh boy, ein Bonus. Real Talk. Let's go, so muss das. Ich bin fast zufrieden mit mir. Oh, wir können die auch nicht umrollen. Das ist gut zu wissen. Das ist ein richtig Hardcore-Gegner. Nein. Warum bin ich eigentlich so ein Müllhaufen? Okay. Aber 2 Zentimeter vorher ist der Checkpoint. Deswegen ist okay. Oh boy, ja. Ist doch ganz nice. Bam. Und hier dran, let's go. Wie sieht es denn hier oben aus, wenn ich gar nicht so Gas gehe? Oh boy, was ist das denn schon wieder? Let's go. Checkpoint. Wie Checkpoint? Ich dachte, wir sind fertig. Oh boy, was passiert hier? Oh mein Gott. Haben wir, let's go. Weiter, weg hier. Und das wieder, das finde ich wieder so episch, sowas. Diese Kamerafahrt nach oben zu diesem riesengroßen Affen. Das ist schon cool. Oh boy. Oh boy, das wird lustig. Okay, einmal haben wir jetzt. Das ist okay. Bam, direkt feuern. Oh mein Gott, das Timing ist ja so unangenehm. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, das war wieder ultra knapp. Aber es reicht. Es reicht fürs Ziel. Let's go. Das war bisher eines der anstrengendsten und schwersten Level. Boy, das war krass. Das war sehr, sehr krass. Aber wir haben wenigstens alle KNG-Buchstaben und können somit weiter steppen. Und zwar, indem wir uns erstmal den Schlüssel kaufen für das Bonus-Level. Welche Nummer das hat, weiß ich gar nicht. Es ist 3-4, es heißt nach Mast Blast oder Mast Blast. I don't know, I'm not good in English. 3-3, rein da, ich hab Bock. Auch wenn das letzte Level jetzt so eher meine Motivation genommen hat, aber das ist ja egal. Dafür wird dieses Level umso besser, predikte ich jetzt. Ich hab wie immer wahrscheinlich Unrecht, aber wir werden sehen. Bis jetzt ist es schon mal kein komplettes Ruinenlevel mit, ich wollte sagen mit Fässern, aber es fängt ja schon gut an hier. So. Ah ja, okay, es ist ein Hardcore-Jump-and-Run-Level. Finde ich immer cool, sowas. Ich hasse es. Wie weit wollen wir denn jetzt noch in den Hintergrund steppen? Dass ich das erreicht habe, krass. Ja, woher soll ich das denn wissen, dass da so ein Hans Harald kommt? Oh, boy. 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 Ich sehe nichts. Ich sehe was.
schießen. Okay, das ist einfach so ein Level, wo wir im richtigen Timing A drücken müssen. Wir sind wieder back am Strand. Herzlich willkommen in Welt 2. Hä? TNT einfach, das hier rumliegt. Danke für gar nichts, Mr. Krabs. Was? No way! Das TNT, das aimt jetzt auch noch nach uns. What the hell? Hey, wo bin ich denn gelandet? The hell? Ich bin in dem Schiff? Oh, ein Herz. Ich bräuchte aber mehr so ein Diddy. Kann ich da durchhüpfen? Ja. Boah, spring doch. Da hoch. Hey, wir kapern einfach das Schiff. Bestes Level, wo gibt in Welt. Real Talk. Wir ballern jetzt auf das andere Schiff und destroyen das, right? Wrong? Ich habe es genau gesehen da unten, sag mal, das N. Ich würde das gern essen. Einfach hier lang, ja cool, okay. Und dann wieder zurück, hier war ein Checkpoint, den wir jetzt auch mitnehmen können. Und wir ballern uns jetzt aufs nächste Schiff. Da links sehe ich ein Puzzleteil. Kein Plan, wie ich da hinkommen soll. Oh boy, jetzt ballern die auf uns von ihrem Schiff aus. Das ist die Rache. Ich muss zurück nach da oben. Boy. Ich hab da das N gesehen. Das ist ein G, ich kann nicht lesen. Okay, wir haben's. Nein, ich bin tot. Ich weiß nicht, ist unser Ziel, weiter nach oben zu kommen? Ich kann's irgendwie noch nicht so genau einschätzen. Boy, bitte nicht runterfallen. Ich heule so sehr. Das ist nicht euer Ernst. Okay. Okay, wir springen hier rein. Sind wir jetzt bitte endlich mal ganz oben? Was passiert? Es passieren so unfassbar viele Dinge. Es passiert das Ziel. Let's go. So muss das, Geist. Und wer jetzt noch geisteskranke Gaming-Fakten sehen wollt, checkt dieses wunderbare Video ab. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.